So, heute soll es ja um Arrays gehen. Und ich dachte, als nettes Beispiel, um mal einzusteigen, gucken wir uns an, wie man ein Labyrinth generieren kann. Deshalb habe ich hier mal ganz dreist den Hintergrund auf schwarz geschaltet. Die Methode, die ich mir ausgedacht habe, um ein Labyrinth zu generieren, ist folgende. Ich denke mir ein Raster, das aber erstmal komplett mit Wänden gefüllt ist, sozusagen. Es gibt keinen Weg durch das Labyrinth. Und dann baue ich nach und nach einen Weg. Und meine Idee für einen Algorithmus, der so ein Labyrinth dann eben baut, oder Wege durch das Gestein hier sozusagen meißel, ist folgender. Ich räume hier so ein Teilstück frei, irgendwo, zum Beispiel das hier. Ich wähle zufällig eines der Enden und da räume ich wieder ein Teilstück frei. Und dann wähle ich zufällig eines der Enden oder hier den Kreuzungspunkt, vielleicht erwische ich gerade den Kreuzungspunkt, räume wieder ein Teilstück frei, wähle wieder eines der Enden oder einen der Kreuzungspunkte, räume wieder ein Teilstück frei und so weiter und so weiter. Das Einzige, worauf ich dabei achte, ist, dass ich, wenn ich so ein neues Teilstück freiräume, dass ich nie etwas freiräume, wo schon an der anderen Seite ein Weg ist. Also, dass ich niemals zum Beispiel dieses Teilstück freiräumen würde oder dieses Teilstück freiräumen würde. Das sieht ein bisschen ungeschickt aus. Ich räume immer nur Teilstücke frei, bei denen die neue Seite sozusagen, das neue Ende noch im Nirgendwo endet. Das ist mein Gedanke, um ein Labyrinth zu erzeugen. Und das ist hoffentlich auch eine schöne Übung, um mit Arrays umzugehen. Muss man ein bisschen gucken, wie man das hinkriegen kann mit Arrays, dass nachher sowas automatisch entsteht. Ein Labyrinth, ein Zufallslabyrinth. Also ich starte mit dem komplett gefüllten Felsblock sozusagen und da schlage ich Tunnels rein. Ich starte diese Tunnels an irgendeiner Stelle, an der ich schon bin, zufällig an irgendeiner dieser Stellen, aber ich achte eben darauf, dass dieser neue kleine Tunnel, den ich mache, dass der nicht mit seinem zweiten Ende wieder an einer Stelle endet, die ich schon mit dem Tunnel erreiche. Das sieht sonst komisch aus. So könnte das aussehen. Und das kann man auf dem Bildschirm dann einfach nett malen. Ich mache einen schwarzen Hintergrund und darauf male ich dann natürlich gleich weiße Linien, dicke weiße Linien auf schwarzem Hintergrund. Es wird also ein Visual Studio Projekt, wie üblich, in C-Sharp natürlich. C-Sharp, WPF, WPF, ich nenne es mal Labyrinth. Dieses Wort zu schreiben ist das Schwierigste am heutigen Morgen. Ja, und dann würde ich eben starten. Naja, ich schalte den Hintergrund auf schwarz und dann muss man weiter gucken. Es wird darum gehen, mit Arrays zu arbeiten. Ich muss mir in Arrays sinnvollerweise merken, an welchen Stellen ich Kanäle grabe, Tunnel grabe oder noch graben muss und dann in Arrays eben suchen, wo ich den nächsten Tunnel graben sollte. Hintergrund auf schwarz schalten sollte ja nicht die große Aktion sein. Man könnte sich jetzt hier unten direkt versuchen, Hintergrund, Background, so können Sie es machen, Tabulator, naja, und das soll wohl Black sein. Da unten, oder Sie gehen hier durch die Eigenschaften durch. Und dann malen wir gleich weiß drauf. Vielleicht sollte ich das zu Beginn schon mal zeigen, wie das aussieht. Wie male ich jetzt eigentlich mit dem Programm? Was ich Ihnen bisher gezeigt habe, ist ja, hier könnten Sie jetzt aus dem Werkzeugkasten, zum Beispiel, wo haben wir sie, eine Ellipse nehmen. Naja, und dann haben Sie eben eine weiße Ellipse auf dem schwarzen Hintergrund. Das ist natürlich jetzt für dieses Programm nicht gerade so prickelnd. Ich weiß ja noch gar nicht, welche Tunnel ich da auf dem Bildschirm malen muss. Wenn ich es vorher wüsste, dann könnte ich es jetzt da schon draufbringen und wäre fertig. Aber das Programm soll ja erstmal bestimmen, was da gemalt werden soll. Das heißt, ich erzeuge jetzt per Programm solche grafischen Objekte, wie die Ellipse, dann eben eine Linie. Was das Ganze
naja, flexibel macht, natürlich nicht so einfach macht. Ich kann jetzt nicht einfach das zusammenklicken. Mein Programm muss ausrechnen, wo das Ganze hinkommt. Damit das noch weiterhin so ungefähr funktioniert wie letztes Mal, würde ich sagen, legen wir auch noch einen Button drauf. Unser Button hat dann den Job, es anzustoßen, dass das Labyrinth gezeichnet wird. Man könnte das auch sofort machen, aber das ist mir jetzt zu viel für heute Morgen, für die zweite Woche C#. Also Sie nehmen hier noch einen Button, legen den da irgendwo nett hin. Ich schreibe mal drauf auf den Button, generiere. Und ich klicke ihn mal zweimal, um die Standardereignisbehandlungsroutine drin zu haben. So. Also bei Klick auf den Button wird hier dann diese Methode aufgerufen, die ist ja vorne wieder eingetragen. Ich gehe nochmal zurück. Die ist dann hier beim Button ja wieder eingetragen. Klick, Button, Klick. Die Methode Button, Klick möge aufgerufen werden, wenn dieser Button geklickt wird. Die finden Sie ja hier dann auch unter den Ereignissen, also nicht unter den Eigenschaften, nicht der Werkzeugschlüssel, sondern unter den Ereignissen. Der Blitz, da ist sie dann auch eingetragen, Button, Klick. Sie können es da eintragen oder da eintragen. Ich schalte die mal wieder zurück. Also in dieser Methode soll die Arbeit gemacht werden. Bevor es an die Arrays geht, will ich einmal gerade zeigen, wie man denn jetzt tatsächlich ein grafisches Objekt auf den Bildschirm bringt. Also, wie eben schon gesagt, Sie könnten jetzt tatsächlich Ellipsen und sonst was, Rechtecke direkt platzieren, und dann werden die da platziert. Ich will sie ja ausrechnen, diese Objekte. Was mache ich hier jetzt? Bei Klick auf den Button soll die Lage von den Tunnels sozusagen, den Gängen im Labyrinth ausgerechnet werden. Als Demo mal ein einziger solcher Kanal. Das ist ja einfach nachher nur eine breite Linie. Sie können sich denken, bisher gab es in C sowas wie ganze Zahlen, es gab sowas wie Gleitkommazahlen und jetzt gibt es eben Linien, ein neuer Typ, Line, Ellipsen, haben wir auch schon. Und das ist dann eben eine Linie und ich hätte gerne eine neue Linie. Na ja, man kann es tatsächlich wirklich so hinschreiben. Ich gebe der Linie erstmal einen Namen, der Variable, die sich die Linie merkt, einen Namen, soll ich sagen. Nimm was A, heute nicht so kreativ. Und ich erzeuge eine neue Linie. Das haben Sie in C so nicht gesehen. Nu, erzeuge eine neue. Das wird nächste Woche noch etwas konkreter, was das jetzt sein soll. Ein sogenannter Konstruktoraufruf. Vielleicht nehmen Sie das erstmal gerade so hin für diese Woche. Erzeuge eine neue Linie. Und dies fühlt sich an wie bisher eine Variable. Naja, aber in der Variablen steht eben keine ganze Zahl, sondern eine Linie. Später sehen wir genauer gesagt einen Verweis auf eine Linie, aber eins nach dem anderen. Und jetzt können Sie so tun, als ob diese Linie eine Struktur wäre und die einstellen. Sie können sagen, okay, diese Linie soll zum Beispiel ein bestimmtes x am Anfang haben, x1. Es soll bei einem bestimmten x anfangen. Sagen wir, es soll bei x gleich 10 anfangen. Nee, das ist sogar double, nicht int, das ist sogar double. Also von mir aus kann es auch bei 10,0 anfangen, 10.0 anfangen mit x. Und das y vom Anfangspunkt, y1 soll vielleicht 20 sein. Und das x vom Endpunkt soll vielleicht 50 sein. 50 sein und das y vom Endpunkt, da unten sind wir, soll vielleicht 80 sein, sowas. Das kann ich einstellen von der Linie. Das sieht auch noch aus wie letztes Semester die Strukturen. Wir haben eine Struktur mit mehreren Datenelementen, x1, y1, x2, y2 und Sie stellen diese Datenelemente ein. Es ist nicht ganz dasselbe. Diese Dinger hier heißen Eigenschaften, Properties, ist nicht ganz dasselbe, aber es fühlt sich erstmal so an wie letztes Semester. Und ich möchte auch noch sagen, was für eine Farbe diese Linie haben soll. Das ist Stroke. Der Strich, da oben haben wir den, Stroke. Das mit den Farben haben Sie schon gesehen. Das sind nicht nur Farben eigentlich, sondern auch Muster und alles Mögliche. Hier gibt es eine Sammlung, Brushes.
Das Ding soll sinnvollerweise weiß sein. Also was ist white? Nicht wheat, sehr gut, sondern white. Und ich will auch einstellen, dass das ein breiter Strich sein soll. Das ist Stroke Thickness. Sie sehen, hier kann man noch endlos viele andere Geschichten einstellen. Brauchen wir vielleicht nachher noch. Stroke Thickness stelle ich auch ein. Die Breite. Das ist, sehen Sie, wenn Sie mit der Maus drüber gehen, auch wieder eine Double-Zahl. Sie können tatsächlich sagen, diese Linie soll 0,5 breit sein. Okay. Gebrochene Pixel. Geht tatsächlich, wird dann eben gräulich. Aber die soll ja wirklich breit sein. Ich sage mal, sie soll 10 breit sein. 10 Pixel sage ich jetzt, auch das ist nicht so hundertprozentig korrekt. Wenn Sie einen hochauflösenden Bildschirm haben, soll das natürlich genauso breit sein wie auf einem niedrig auflösenden Bildschirm. Also wenn ich sage, 10 Pixel mit Körnchen Salz zu nehmen. Es ist alles schwieriger, als ich gerade sage, aber es fühlt sich alles so an, als ob es so wäre, wie ich es gerade sage. Die Technik dahinter ist dann schon drei Nummer komplizierter. Damit habe ich jetzt eine Linie erzeugt und eingestellt, die ist aber immer noch nicht sichtbar. Irgendwo muss sie dann ja auch erscheinen. Wo soll sie erscheinen? Der Rechner weiß nicht, wo die erscheinen soll. Auf irgendeinem Fenster, auf irgendeinem Knopf, auf dem Drucker, wo auch immer. Sie soll hier erscheinen, in dem schwarzen Bereich, in dem Bereich, den ich eben auf schwarz gestellt habe, in diesem Grid. Und dazu gebe ich dem Grid noch einen Namen, damit ich damit reden kann. Ich nenne das mal Zeichenfläche. Falls Sie sich wundern, in C-Sharp sind auch Umlaute erlaubt und chinesische Zeichen und was auch immer für Variablennamen. Anders als letztes Semester in C. Also dieses Grid hat jetzt einen Variablennamen, Zeichenfläche, sodass ich es ansprechen kann. Und dann kann ich jetzt sagen, okay, der Zeichenfläche, da ist sie, der Zeichenfläche, andersrum, von der Zeichenfläche gibt mir die Kinder, die Kind-Elemente da drin. Alles, was grafisch da so passiert, ist ein Kind-Element da drin, Children. Das sieht noch so schwer aus wieder wie ein Struct aus dem letzten Semester. Ein Datenelement mit der Zeichenfläche drin. Ist es nicht wirklich, aber fühlt sich erstmal so an. Details später. Was möchte ich mit den Kindern machen? Den Kindern möchte ich was hinzufügen. Das ist jetzt etwas anders als letztes Semester, weil jetzt kommt ein Funktionsaufruf. Add hinzufügen ist ein Funktionsaufruf. Also Children und hier dieses x1, y1 und so weiter, das sah alles noch aus wie Datenelemente, auch wenn es das eigentlich nicht ist. Aber hier sieht es nun wirklich deutlich aus nach Funktionsaufruf. Von der Zeichenfläche gibt mir die Kinder. Eine Sammlung an Kindern, sollte man sagen. Das hier ist die Sammlung an Kindern. Und diese Sammlung an Kindern, die hat plötzlich eine Funktion. Damit mache Folgendes. Füge etwas hinzu. Und Sie ahnen, was man hinzufügen wird. Diese Linie, die hier von der Variablen a referenziert wird. So weiß jetzt unser liebes Programm auch, wo die Linie denn überhaupt hin soll. Diese Linie soll als Kind-Element hinzugefügt werden zur Zeichenfläche. Mal sehen, ob das so funktioniert wie geplant. Wenn ich jetzt hier klicke, generiere eine Linie, unglaublich. So viel Arbeit, um eine Linie zu erzeugen hier. Ah, ich soll das Programm auch wirklich beenden. Da. So, mal zu den Arrays nun. So eine Linie zu zeichnen, ist ja nur der allererste Schritt. Jetzt muss ich das irgendwie mit Arrays hinkriegen. Ich muss mir ja merken, wo ich Linien zeichnen will, wo ich welche gezeichnet habe, sollte ich sagen. Und danach gucken, wo ich noch neue zeichnen darf. Das ist jetzt irgendwas, was nach Arrays schreit. Ich sollte mir offensichtlich in einem Array merken oder mehreren Arrays merken, wo ich Tunnel graben will. Aber es ist nicht so ganz so einfach. Wenn Sie so eine Struktur hätten, wo dann einfach Zahlen in Kästchen stehen, 7, 4, 3, 1, 8, 9 oder was auch immer. Wenn Sie Zahlen in Kästchen haben, das ist einfach mit einem Array. Hier ein zweidimensionales Array, das drei Spalten hat und zwei Zeilen hat. Das wäre einfach mit einem Array. Um das hier abzuspeichern, muss ich schon eine Gehirnwendung mehr betätigen. Haben Sie vielleicht eine Idee, wie könnte man jetzt die Lage von solchen Tunneln abspeichern? Offensichtlich brauche ich irgendwie was mit Arrays, aber das ist nicht so schön
dem Kästchen zugeordnet, wie hier die Zahlen im Raster. Wie könnte man das hier den Kästchen sozusagen zuordnen? Das wäre ja schon mal wichtig. Es gibt zwei Sorten an Tunnel. Es gibt die waagerechten Tunnel und es gibt die senkrechten Tunnel. Also diese hier, die grünen. Jetzt, das sind die waagerechten und dann gibt es die senkrechten. Und das muss ich ja wahrscheinlich irgendwie unterscheiden. Anders als hier, wenn Sie Zahlen haben in Kästchen, dann haben Sie eine Sorte Zahlen, eine Sorte Kästchen, das geht klar. Hier würde ich sagen, okay, wir haben anscheinend zwei Sorten Tunnel, die ich unterscheiden muss. Ich könnte mir vorstellen, das ist eine Idee, ich könnte mir vorstellen, zwei Arrays zu machen. Ein Array, in dem ich die horizontalen Tunnel abspeichere und ein Array, in dem ich die vertikalen Tunnel abspeichere. Wie würden Sie einen Tunnel abspeichern in einem Array? Also angenommen, ich habe jetzt zwei Arrays, eins für die horizontalen Tunnel, eins für die vertikalen Tunnel. Wie speichere ich jetzt einen Tunnel ab? Was sollte eigentlich in so einem Array dann drinnen stehen? Also man könnte jetzt Arrays bauen, in denen Linien stehen, tatsächlich diese Linienobjekte, Verweise auf diese Linienobjekte oder Koordinaten, dass Sie sagen, ich bilde einfach eine Liste von solchen Linien, die erste Linie, die zweite Linie, die dritte Linie, die vierte, wie auch immer. Aber dann verlieren Sie ja den geometrischen Zusammenhang. Ich würde das Array anders bilden wollen. Ich würde im Array einfach nur mir merken wollen, ist da eine Linie oder nicht? Ja-Nein-Information. Ich würde hier so einen Bereich nehmen und dann würde ich versuchen, mir einfach nur Ja-Nein zu merken. Ein Array, was boolesche Werte speichert. Ist hier eine Linie oder nicht? Ist hier eine Linie oder nicht? Ist hier eine Linie oder nicht? Mal gerade gucken, wie das geschickt wäre. Wenn ich zum Beispiel diesen Bereich hier als, was soll ich das nennen, Spielfeld habe und ich gucke mir jetzt die horizontalen Linien an. Da könnte eine sein, da könnte eine sein, hier könnte eine sein, da könnte eine sein und so weiter. Dass ich mir für diese Zelle merke, ja, da ist eine Linie. Für diese Zelle hier merke, nein, da ist keine Linie. Für diese Zelle merke, ja, Quatsch, nein, natürlich, da ist keine Linie. Für diese Zelle mir merke, ja, da ist eine Linie. Also, dass ich nicht Zahlen hier in diesen Zellen drin habe, beim normalen Array, also weltweit wiesenmäßig hatten, dass ich keine Zahlen in den Zellen drin habe, sondern boolesche Werte drin habe, ja, nein, und zwar hier ja für die erste Zelle, nein für die zweite, nein für die dritte. Der boolesche Wert soll einfach immer sagen, ist da drüber ein Tunnel oder nicht. Das heißt, wir müssen hier unten natürlich eine Zeile mehr haben, um da sagen zu können, ist darüber ein Tunnel oder nicht. Das wäre das Array, was ich einrichten würde für die horizontalen Tunnel. Ein Array, das quasi eine Zeile unten zu viel hat. Wenn mein Feld, muss man gerade gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zellen groß ist, brauche ich also ein Array, das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Zeilen hoch ist. Um mir dann jeweils zu merken, mit Ja, Nein, ist da drüber ein Tunnel oder nicht, so könnte ich mir das vorstellen. Also ich merke mir gar nicht ausdrücklich die Lage. Die Lage ergibt sich indirekt durch die Koordinaten in meinem Array. Okay, das wird noch eine Nummer schwierig. Mal sehen. Ich packe das mal alles in diese Funktion hier rein, die beim Klick auf den Button aufgerufen wird. So wird man es nachher nicht machen, kann man vielleicht noch ein bisschen ändern, aber nicht so viel auf einmal. Ich werde erstmal zwei Konstanten anlegen, um mir die Größe zu merken, die Größe des Spielfelds, weil das brauche ich ja an 1000 Stellen, ich will Namen dafür haben. Ich möchte da nicht irgendwie 20 mal 30 eingetragen haben, überall 20 und überall 30 als Breite und Höhe oder sowas eingetragen haben, sondern ich möchte nachher Breite und Höhe wirklich als Wort da stehen haben, damit ich weiß, was es ist und damit ich es zentral einstellen kann. Eine Konstante, eine ganzzahlige Konstante. Hatten wir letztes Semester bei C nicht so wirklich. Es gibt ein Const in C, aber Const in C ist nicht dasselbe wie Const in C++. Deshalb habe ich da nicht so drauf rumgeritten. Eine Konstante einrichten. Const int. Sagen wir für die Höhe. Es soll, was habe ich gerade gesagt?
20 hoch, wie auch immer, 20 Zellen hoch sein, das Spielfeld, und das Spielfeld soll Breite, nochmal 30 Zellen breit sein. Dann kann ich gleich Höhe und Breite schreiben statt 20 und 30. Wenn Sie sich über die grünen Kringel wundern, die Variable Höhe wurde noch nie verwendet. Das ist einfach nur ein freundlicher Hinweis hier von der Entwicklungsumgebung. So, jetzt brauche ich ein Array für die horizontalen Tunnel. In dem Array stecken boolsche Werte drinnen. Ich schreibe es vielleicht einmal nochmal hin, weil es ja anders ist als letztes Semester, nicht hundertprozentig dasselbe. In dem Array stecken boolsche Werte. Ich schreibe da erstmal den Namen für das Array. Das soll also sein, ach, was schreibe ich das so? Tunnel da drüber. So, Tunnel oberhalb. Ein horizontaler Tunnel oberhalb der Zelle. So, Tunnel oberhalb. So soll mein Array heißen. Jetzt hätten Sie in C hier hinten die Klammern gemacht. In C-Sharp und wahlweise in Java. Machen wir die Klammern da vorne hin. Was etwas logischer ist, der Typ von diesem Array ist ein Array von Bool. Die eckigen Klammern hinter diesem Typ Bool. Wenn Sie so etwas schreiben wie int, upsala, sehr gut, int a, eine Variable a mit dem Typ int. Jetzt hätte ich gerne eine Variable namens Tunnel oberhalb mit dem Typ ein Array aus Bool. So ist das hier in C-Sharp. Ist eine Nummer logischer, als das in C war. Damit habe ich jetzt aber noch kein Array. Das ist auch anders als bisher. Sie müssen jetzt tatsächlich ein Array erzeugen. Hier erzeuge ich eine neue Linie, nu, und dann genauso bei dem Array ein neues Array, nu. Und zwar was? Ein Array aus Bool. Ah! Jetzt fällt mir gerade auf, ich brauche ja ein zweidimensionales Array. In C ein zweidimensionales Array, waren zwei Klammern hintereinander. Das geht hier auch, aber hier ist das lustiger, dass Sie das tatsächlich so schreiben können, wie man sich das naiv vorstellt, mit einem Komma dazwischen, dass ich nachher schreiben kann, eckige Klammer 7,8, eckige Klammer, Komma dazwischen. Also das soll ein zweidimensionales Array sein. Eine Koordinate vor dem Komma, eine Koordinate hinter dem Komma oder ein Index. Vor dem Komma ein Index hinter dem Komma. Und hier hinten muss ich jetzt angeben, wie groß das Ganze werden soll. Ich ringe gerade mit mir. Wenn ich das jetzt streng mache, ist die erste Koordinate, ja die, oder das ist das erste, was ich da eintrage, ja die Zahl der Zeilen, also die Höhe. Das sieht mathematisch immer so komisch aus. Y zuerst, aber hier vorne steht ja die Zahl der Zeilen, die Höhe. Und da hinten die Zahl der Spalten, also die Breite. Ich lasse es tatsächlich mal so. Gewöhnen Sie sich schon mal dran. Also wenn es um Arrays geht, steht die Zeile vorne und die Spalte hinten. Das ist genau anders, als man es jetzt von Koordinaten erwarten würde. Ich mache das jetzt mal wirklich brutal schon so. Damit habe ich ein neues Array mit genügend Platz. Nein, nicht genügend Platz. Was ist noch falsch? Genau, wir brauchen einen in der Höhe mehr. Ich muss ja für die letzte Zeile unten noch einen draufnehmen. Weil ich mir merke, ob der Tunnel da drüber gegraben ist. Ist dieser Tunnel gegraben? Ist der Tunnel über dieser Zelle gegraben? Brauche ich eine Zeile mehr, also Höhe plus 1. Muss da stehen. Das ist Tunnel oberhalb und jetzt können Sie sich vorstellen, naja, bei dem anderen mache ich vorher nicht Tunnel oberhalb, sondern Tunnel links davon. Das wird genau so aussehen, heißt anders und dann nicht Höhe plus 1, sondern Breite plus 1. Das werden die beiden Arrays werden. Also Tunnel nicht oberhalb, sondern ein Tunnel links und nicht Höhe plus 1, sondern Breite plus 1. Und diese beiden Arrays sind jetzt ab Werk sofort gefüllt mit False. Also wenn Sie ein neues Array erzeugen, stehen da sofort Standardwerte drin. Alles, was in Richtung 0 oder False geht, sind die Standardwerte. Die sind sofort mit False gefüllt. Da muss ich mich jetzt nicht drum kümmern. Da steht nicht irgendein Müll drin. Das gibt es in dieser Sprache nicht mehr. Naja, außer Sie suchen.
ganz doll, aber normalerweise wird Ihnen das nicht passieren. Anders als in C, dass in irgendwelchen Arrays oder Variablen Müll drin steht. Hier ist sichergestellt, wenn Sie nicht ganz findig sind, dass kein Müll drin steht. In diesen beiden Arrays werden sofort Nullen stehen. Das zeige ich vielleicht schon mal. Ich setze mal hier einen Breakpunkt auf die nächste Zeile hier. Also ich klicke in diesen grauen Bereich hier. Das ist tatsächlich dann wieder so wie letztes Semester. Setzen einen Breakpunkt, starten das Ganze. Und wenn ich jetzt generiere klicke, wird diese Funktion aufgerufen und wir landen hier bei dem Breakpunkt. Da landen wir bei dem Breakpunkt und jetzt können Sie sich eben angucken. Tunnel links haben wir da, da sehen Sie, da steht jetzt alles auf False. Und Sie sehen auch schon, wie man damit reden kann. Also Sie schreiben dann wirklich in eckigen Klammern 2,17, um auf das so und so vielte Ding zuzugreifen. Nicht wie in C oder in C++, eckige Klammer 2, eckige Klammer 17. Geht auch, aber wenn das Ding so ein schönes, rechteckiges, zweidimensionales Array ist, kann ich das mit dem Komma machen. Ist dann netter Hand zu haben. Soweit der. Damit habe ich jetzt Arrays. Die sollten irgendwie dann gefüllt werden. Ich denke, der nächste Job wäre, sofort dafür zu sorgen, dass die auch gezeichnet werden. Ich würde jetzt mal irgendeinen Fantasiewert reinschreiben in den einen hier. Und dann sollte man sofort auch was zeichnen, dass man sieht, was man da tut, bevor man jetzt die Zufallszahlen erzeugt und so weiter, dass man sofort sieht, was man da tut. Dass ich hier sage, zum Beispiel Tunnel oberhalb, nehmen wir die Zeile mit dem Index 2 und die Spalte mit dem Index 3. Oberhalb von dem hätte ich gerne einen Tunnel und ich hätte gerne einen Tunnel, na links von derselben Zelle machen wir das so, Tunnel links. In derselben Zelle, also 2, 3. Und dann kann man hier unten jetzt schon mal mit Vorschleifen durchgraben und die Tunnels anzeigen tatsächlich. Und dann würde ich dazwischen To-Do, ich schreibe mal hier nur Würfeln. Das dazwischen setzen erst. Ich würde erst dafür sorgen, dass ich sehe, was ich mache. Wie würden Sie jetzt diese beiden Arrays durchgehen zum Zeichnen? Hier unten sehen Sie, wie Sie eine einzige Linie zeichnen. Jetzt ist der Job, ich möchte zeichnen, was in diesen Arrays als Linie markiert ist. Also nachher soll mit diesen beiden Zeilen sollen zwei Linien zu sehen sein, zwei Tunnel sozusagen in weiß zu sehen sein auf dem schwarzen Hintergrund. Das heißt, man wird jetzt mit Vorschleifen durch diese beiden durchgehen und wenn nötig jeweils neue Linien erzeugen. Das gucken Sie sich mal an, wie das gehen würde. Also, um das erste Array hier durchzugehen, brauche ich zwei Vorschleifen. Ich will das ganze Feld, was ich da habe, abgrasen. Mit der einen Vorschleife laufe ich von links nach rechts und mit der anderen Vorschleife laufe ich eben von unten nach oben, sodass ich zum Schluss das ganze Feld abgegrast habe. Typischerweise macht man es so, dass man schnell von links nach rechts läuft und langsam von oben nach unten läuft. Also x ist die schnelle Variable, oder es sollte sagen, ich gehe schnell durch die Spalten durch und ich gehe langsam durch die Zeilen durch. Erst alle Spalten durch und dann zur nächsten Zeile, dann wieder alle Spalten durch, dann zur nächsten Zeile und so weiter. So macht man das typischerweise aus Geschwindigkeitsgründen. An dieser Stelle wird es völlig egal sein, aber aus Geschwindigkeitsgründen ist das manchmal hilfreich. Diese Elemente liegen im Speicher dicht beieinander, aber der und der, die liegen im Speicher nicht dicht beieinander, zumindest in den üblichen Sprachen. Deshalb geht man typischerweise erst horizontal durch, und also schnell horizontal durch und langsam vertikal durch. Versuchen wir das mal hinzukriegen. Also ich brauche eine Vorschleife, also vor... zweimal Tabulator, eine Vorschleife, um jetzt, dass die äußere ist die langsamere, die y-Werte durchzugehen, also y. Jetzt können wir gucken, okay, der y-Index, der läuft bis Höhe plus 1, das heißt hier der Vergleichswert ist
Ah, ich sollte nicht sagen, der Y-Index läuft bis Höhe plus 1, das ist natürlich falsch. Der Y-Index läuft bis 1 vor Höhe plus 1. Wenn Sie da 42 reinschreiben, läuft der Index von 0 bis 41. 42 Zellen, der Index läuft von 0 bis 41. Also wenn hier Höhe plus 1 drin steht, heißt das, der Index hat maximal den Wert Höhe. Y kleiner, Höhe plus 1. Maximal hat er den Wert Höhe. Uff, damit gehe ich jetzt langsam die Zeilen durch und ich will schnell die Spalten durchgehen, also analog mit X. Ich habe aber vor, zweimal Tabulator wieder getippt, analog mit X, Tabulator und das ist jetzt dann also nur die Breite. So laufe ich durch das ganze Array durch und jetzt will ich nachgucken, an der jeweiligen Stelle ist da ein Tunnel zu malen oder nicht, ist da, also if, Tunnel oberhalb. An der Stelle, jetzt mal vorsichtig sein mit X und Y, der erste ist ja die Nummer der Zeile, also Y, und der zweite ist die Nummer der Spalte, also X, Y, X, das kostet Überwindung, ist aber die übliche Lösung. Und da müssen Sie jetzt nicht, wie ich es gerade gesehen habe, gleich True hinschreiben, weil das ist ja schon wahr oder falsch. Im Tunnel oberhalb merke ich mir einen booleschen Wert, wahr oder falsch. If will ein wahr oder falsch. Da muss nicht mehr stehen in dem if. Wenn oberhalb ein Tunnel zu zeichnen ist, ja oder nein. Da müssen wir nichts vergleichen. So, und wenn oberhalb ein Tunnel zu zeichnen ist, jetzt wird es ein bisschen fitzelig, muss all dieses hier passieren mit den richtigen Koordinaten. Also nehme ich das da unten raus, Steuerung X, weiß ich da oben rein. Nur, dass ich jetzt die richtigen Koordinaten erzeugen muss. Bevor Sie sich wundern, hier erzeuge ich eine neue Linie und hänge diese neue Linie hinten dran. In jedem Durchgang von diesem if erzeuge ich eine neue Linie. Da wird zwar ein Verweis hier in derselben Variablen gespeichert, aber es ist tatsächlich immer wieder eine neue Linie, mich irritieren lassen. Wir haben nachher 1000 Linien, obwohl hier nur eine Variable scheinbar zu stehen scheint. Die Linie hat das ist ja eine lokale Variable. Diese lokale Variable merkt sich einfach nur einen Verweis, Details später. So, Weiß und Breite von 10, das mag ja alles hinkommen. Jetzt muss ich aber die Koordinaten ausrechnen, umrechnen mit den Koordinaten. Hier soll die X-Richtung sein, da soll die Y-Richtung sein. In dieser Zelle hier vorne ist X gleich 0, in dieser Zelle ist X gleich 1, 2, 3 und so weiter. In dieser Zelle ist Y gleich 0, Y gleich 1, 2, 3 und so weiter. Klassischerweise läuft die Y-Koordinate von oben nach unten, weil der Bildschirmspeicher so aufgebaut ist oder war, sollte ich vielleicht sogar sagen, dass oben die kleinen Adressen waren und unten die großen Adressen waren. Also typischerweise läuft Y falsch rum sozusagen, andersrum als in der Mathematik. Nicht überall. Bei PostScript läuft er richtig rum und in der 3D-Grafik läuft er dann auch richtig rum. Aber wenn es um die klassischen Sachen auf dem Bildschirm geht in 2D, Y gerne falsch rum sozusagen. Jetzt will ich umrechnen. Ich kenne X und Y und möchte jetzt den passenden Strich da reinmalen. Sagen wir, ach was weiß ich nicht, sagen wir X gleich 2 und Y gleich 3. Dann möchte ich hier diesen Strich reinmalen. Das heißt, ich muss hier den Anfangspunkt x1, y1 ausrechnen und ich muss den Endpunkt ausrechnen, x2, y2. Sehen Sie eine Chance, um diese Koordinaten jetzt auszurechnen? Was sind die Zutaten und wie könnte ich sie verknüppeln? Gut, also Sie müssen wissen, wie groß denn hier so ein Kästchen ist. Da mache ich gleich einfach wieder eine Konstante draus. Wie groß ist so ein Kästchen? Und dann ziehe ich diese Linie hier von x zweimal, wie groß so ein Kästchen ist, bis zu x plus 1, dreimal, wie groß so ein Kästchen ist. Das sind die x-Koordinaten. Y kommt gleich noch. Ich baue erstmal noch hier eine Konstante, mit der ich sage, oder vielleicht sogar double, eine Konstante, mit der ich sage, wie breit so ein Kästchen und wie hoch so ein Kästchen sein soll. Ich schreibe mal Raster. Upsala. Raster. Das nehme ich mal als Raster 20, 30, mal probieren wir mal 10. Weil hier ja auf dem Bildschirm tatsächlich mit Gleitkommazahlen gerechnet wird,
nehme ich wirklich mal Double. Hier Höhe und Breite sind ja wirklich ganze Zahlen. So und so viel Kästchen, da habe ich keine halben Kästchen. Aber hier die Breite und die Höhe eines einzelnen Kästchens, die kann tatsächlich eine Gleitkommazahl sein. So, was rechne ich hier? Ich habe gesagt, ich rechne x mal die Breite eines Kästchens für x1. Und hier rechne ich x plus 1 mal die Breite. Upsala, escape, damit hier die Automatik nicht zuschlägt. X plus 1 mal Raster. Oh, also vor allem nicht y. Falschen erwischt hier, nicht y, es soll ja x sein. So, und y müsste ja ziemlich analog laufen. Y ist gleich 3, dann nehme ich hier offensichtlich y mal die Höhe eines solchen Kästchens, um das y auszurechnen. Y mal Raster ist also die y-Koordinate. Hier brauche ich y mal Raster und da unten aber auch y mal Raster. Jetzt müsste man zumindest eine Linie schon sehen. Ich überlege gerade, diese Breite von 10 da unten ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen übertrieben. Da steht Raster 10, ich setze sie mal runter auf vielleicht 3. Schön wäre in der Tat, die Länge und Breite des Fensters zu nehmen, aber stellen Sie sich vor, Sie haben das auf dem Bildschirm und dann zieht jemand das Fenster klein. Wie sorgen Sie jetzt dafür, dass es wieder angepasst wird? Erstmal keine Spirenzien, so ist jetzt eine feste Größe. Wenn ich das jetzt starte, müsste eine Linie erscheinen. Mal gucken. Okay, eine Linie, ist die da richtig? Was müsste denn sein? Eine horizontale Linie, Tunnel, oberhalb 2, 3. Oberhalb 2, 3. Hier habe ich ein erstes Kästchen, da ein zweites. Dieses Kästchen hier da drunter, das muss jetzt ja die Koordinaten 2, 3 haben. Soll ja heißen, die Zeile mit der Nummer 2 und die Spalte mit der Nummer 3. Die Zeile mit der Nummer 2, die Spalte mit der Nummer 3, sieht nicht völlig falsch aus. Mal gucken, wie das so weitergeht. Ich sollte überhaupt einfach mal Folgendes tun. Ich sollte mal einfach 0, 0 sagen. Oben links. Ich nehme einfach mal den ganz oben. So, da muss man es ja erkennen. Das müsste jetzt also ein Tunnel sein, der so gerade unter dem Rand herguckt. Oh ja, okay, der guckt also gerade da oben unter dem Rand her. Die Zelle 0, 0 ist diese oben links und darüber habe ich einen Tunnel. Insoweit sieht das plausibel aus. Ich mache das. Ich lasse tatsächlich mal 0, 0 da oben stehen. Das wäre die eine Sorte an Tunnel, die Tunnel oberhalb. Was jetzt nicht schön ist, mache das nicht zu Hause. Ich kopiere das ganz dreist für die andere Sorte an Tunnel. Aber wir haben nur noch 20 Minuten. Also Steuerung Copy. Ich kopiere das direkt darunter für die andere Sorte an Tunnel. Man wird sinnvollerweise eine Funktion schreiben, die das netter macht und beide Sorten dann kann oder irgendwie innen drin verzweigen. Und ihr habt jetzt zweimal hintereinander dasselbe wie eben, also das ist das Original hier und dasselbe nochmal darunter, das gleiche nochmal darunter. Jetzt ändere ich, was ich ändern muss. Es ist dann ja nicht mehr Höhe plus 1, sondern es ist dann Breite plus 1. Es ist nicht mehr Tunnel oberhalb, sondern es ist Tunnel links. Habt ihr es so genannt? Tunnel links? Tunnel links? Und jetzt muss ich die Koordinaten noch anpassen. Was ändert sich, wenn Sie einen Tunnel links bauen, keinen Tunnel oberhalb bauen? Ich möchte jetzt diesen Tunnel bauen, den Tunnel links davon bauen. Was muss ich rechnen? Die Koordinaten fehlen ja noch. Ich möchte einen Tunnel links von dem aktuellen Feld graben. Das hier ist das Feld 3, 2, ein Tunnel links davon. Die x-Koordinate sehen Sie hier wieder. Wenn die x-Koordinate 2 ist, nehme ich 2 mal die Rastergröße. Dann habe ich die x-Koordinate. Soweit, so gut. Beide x-Koordinaten sind x mal die Rastergröße. Jetzt ahnt man schon, dann ist wohl die zweite y-Koordinate y plus 1. Aber gucken wir gerade nochmal, mal die Rastergröße. Die y-Koordinaten. Ich bin mit y gleich 3 zugange. Der obere y-Wert, der hier, der obere y-Wert ist 3 mal
die Größe des Rasters und der untere y-Wert ist 3 plus einmal. 1, 2, 3, 4. 3 plus einmal die Größe des Rasters, was ich gerade hingeschrieben habe. So, jetzt müsste ich dann, was hatte ich hier? Also oberhalb von 0, 0 und links von 0, 0. Jetzt müsste ich zwei Tunnel sozusagen sehen, links oben in die Ecke geklatscht. Wenn ich generiere drücke. So weit, so gut. Vielleicht setze ich die mal ein bisschen weiter ins Spielfeld jetzt hier nochmal. Also oberhalb und links von der Zelle, die in der Zeile mit der Nummer 2 ist und in der Spalte mit der Nummer 3 ist. Sowas. So sieht das schon recht plausibel aus. Die Logik, um die jetzt automatisch zu erzeugen, die vertagen wir dann doch auf morgen. Aber was wir schon machen können heute, ist das ein bisschen sauberer zu machen. Sie sehen, dass der hier so eine kleine Kante drin hat. Wenn Sie genau hingucken. Das sieht noch nicht richtig gut aus. Ich male das nochmal auf. Wenn man eine Linie zeichnet von diesem Punkt, ach, ich mache es mal so, zu dem Punkt, quer. Wenn man eine Linie zeichnet zwischen zwei Punkten, kriegt man normalerweise sowas auf dem Bildschirm. Eine Linie, die wirklich von diesem Punkt zu diesem Punkt reicht. Und das sieht typischerweise hässlich aus. Wenn Sie die nächste Linie anstückeln wollen, wie wir das ja machen, dann haben Sie plötzlich irgendwo eine Lücke drin. Das sieht nicht so schön aus. Eine Möglichkeit ist, dass man nicht einzelne Linienstücke zeichnet, sondern Polygonzüge zeichnet, was bei uns ein bisschen schwierig ist. Wo soll das Polygon herlaufen? Eine andere Möglichkeit ist, dass man die Linien etwas länger macht. Das geht vollautomatisch. Sie können sagen, Sie hätten gerne so eine Kappe am Ende, dass der noch quasi ein Quadrat da drauf setzt. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, statt der eckigen Kappe eine runde Kappe, dass am Ende quasi ein Kreis draufgesetzt wird. Dann wird es auch sauberer. Das kann man noch einstellen. Bei uns ist wahrscheinlich am besten, wenn eine eckige Kappe draufgesetzt wird, dass quasi überall noch so ein Quadrat am Ende sitzt. Das können wir noch einstellen. Das ist eine weitere Einstellung für diese Linie. Dann ist das zumindest schon mal sauber und dann gucken wir uns morgen an, wie man wirklich die dann automatisch generiert, diese Linien. Also was ich jetzt noch einstelle, ist irgendwas von Endline Cap und Startline Cap. Okay, welche Kappe soll es am Anfang haben? Bendline Cap, das wäre dann wohl Square. Diese Kappe soll es am Anfang haben und dann noch für die andere Seite Punkt. Jetzt brauche ich Endline Cap, Tabulator gleich, Penline Cap. Nebenbei, Penline Cap ist eine Enumeration. Sehen Sie da? Links kann ich jetzt nicht mit der Maus hin, sonst geht es weg. Enum, System Windows Media, Penline Cap, eine Enumeration. Und aus dieser Enumeration hätte ich gerne wieder Square, nicht Round und nicht Flat und nicht Triangle. So. Und jetzt müsste diese komische Lücke da verschwunden sein. Jetzt sehen Sie, dass der hier ausgefüllt ist. Der hat keine Kante mehr da drin, da oben. Aber der Preis, den wir zahlen, da sehen Sie, wenn Sie ganz genau hingucken, der ist zu dick jetzt. Das liegt daran, wie hier mit grauen Pixeln und so weiter getrickst wird. Es sieht nur zu dick aus, wenn man die beiden Sachen übereinander zeichnet. Aber so wird es schon mal halbwegs sauber. Ich sollte vor allen Dingen auch bei dem anderen das noch anmachen. Ups, ich soll es bei beiden anmachen. Hätte was, der Logik halber, bei dem auch, dann wird es natürlich jetzt noch dicker an der Stelle. Hoffe nicht zu dick. Na gut, kann man noch mit leben. Und morgen gucken wir uns dann an, wie man tatsächlich diese Automatik baut. Also was passiert jetzt hier bei To-Do-Würfeln? Ich lade das Programmchen dann schon mal hoch.